Winterwetter behindert Verkehr, Flüge gestrichen, Unfälle, Staus stand, 18.12.2017, 8.56 Uhr Seitenanfang. Aus Astronomensicht beginnt der Winter erst am 21. Dezember, aus Meteorologensicht läuft er aber schon seit Monatsbeginn. Letzteres dürften auch Flugreisende und Autofahrer so sehen, die auch heute wieder vergeblich auf ihre Maschine warten oder im Stau stehen. Das Winterwetter hat am Morgen zu zahlreichen Flugausfällen am Frankfurter Flughafen geführt. Mindestens 170 Flüge wurden laut einem Sprecher gestrichen. Viele ankommende Flüge wurden demnach umgeleitet. Betroffen gewesen seien inländische Ziele wie Berlin, Hamburg und München, aber auch Flüge nach Wien, Dublin und Warschau. Gegen Mittag rechnet Fraport laut eigener Aussage mit einer Entspannung der Wetterlage. Wegen des großflächigen Stromausfalls am Flughafen von Atlanta sind zudem die Verbindungen der Fluggesellschaften Delta und Lufthansa zwischen Frankfurt und der US-Metropole gestrichen. Am verkehrsreichsten Flughafen der Welt sitzen derzeit tausende Fluggäste fest. Auch der Berufsverkehr in Hessen wurde von der Witterung stark behindert. Wettertemperaturen und Vorhersagen, mehr Unfälle und Staus in NRW, in Nordrhein-Westfalen, führten Schneefall und Glätte zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Besonders im Bergischen Land rechnete die Polizei mit Problemen. Zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid verlor ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 45 bei Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, das anschließend die Fahrbahn blockierte. Der Verkehr staute sich auf etwa 10 Kilometern Länge. Auch auf der A1 staute sich der Verkehr am Morgen wegen eines querstehenden Lastwagens. Starker Schneefall führt auch in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zu Behinderungen auf den Straßen.